Ihr sucht nach weiteren Tipps, die euch einen Tag auf das Leben erleichtern oder sogar den entscheidenden Vorteil bringen? Dann bleibt dran, einige davon gibt's direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Auf eure Anfragen hin habe ich hier weitere diverse Tipps, die den ein oder anderen hoffentlich etwas weiterbringen. Falls du aber noch etwas vermissen solltest, check auch gerne mein Video zum Vibe-Start oben in der Infobox ab. Und wenn du selbst noch Tipps oder Anregungen hast, hau's gerne in die Kommentare. Der ein oder andere ist sicher dankbar für jede Hilfe, die er bekommen kann. So, und nun ab zu den Tipps. Wollt ihr nach einem erfolgreichen Fight die Aufsätze der Waffe eures Gegners mitnehmen? Macht nicht den Fehler und zieht alle Attachments einzeln von der Waffe. Das frisst unnötig Zeit, sondern packt diese in euren Rucksack, zerlegt dann die Waffe und schon habt ihr in kürzerer Zeit die Attachments direkt im Rucksack und braucht nur noch die Waffe droppen. Jeder kennt es. Man versichert gerade seine Sachen für den Raid und stellt fest, ich habe was vergessen. Ich habe falsche Magazine mit oder ähnliches. Drückt hier einfach Tab, so springt ihr direkt in den Stash zurück, könnt die Sachen mitnehmen oder austauschen und mit einem weiteren Druck auf Tab seid ihr sofort wieder im Versicherungsbildschirm. Die meisten nutzen hier bestimmt die Escape-Taste oder den Zurück-Button. So landet ihr aber in diversen Zwischenfenstern, die ihr euch so sparen könnt. Reduziert die Gesamtlautstärke in-game auf 60. Das dämpft komischerweise Umgebungsgeräusche stärker als Schritte, sodass ihr diese noch besser wahrnehmen könnt. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und jedes Setup ist anders, aber probiert es selbst aus und vergesst nicht, bei eurem Rechner selbst die Lautstärke dann wieder so zu erhöhen, um die Differenz wieder gut zu machen. Wie schon gesagt, unterscheidet sich das natürlich von Setup zu Setup und ob ihr in anderen Apps wie Sonar oder in eurer Headset-Software schon Veränderungen vorgenommen habt. Ich kann nur sagen, dass die Einstellungen das bei mir auf jeden Fall verbessert haben und probieren geht über studieren. Probiert aus, wenn es was bringt, geil. Und wenn nicht, macht's wieder rückgängig, bricht keinen Zacken außer Krone. Ihr habt Platzprobleme im Stash? Entfernt einfach Magazine und Pistol Grips an den Waffen, so verkleinert sich der Platz, den die Waffe im Stash wegnimmt. Und zum Thema Platz, solltet ihr noch kein Medcase besitzen oder nicht genug Geld dafür haben, ist der Slim Field Backpack eine gute Alternative. Er bietet auch ungemein viel Platz für Meds und kostet auf dem Fleermarkt meist nur um die 150.000 Rubel und ist fast viermal günstiger im Gegensatz zum Medcase, das aktuell für um die 550.000 Rubel verkauft wird. Und da immer noch einige Probleme haben, wenn es zu einer Störung der Waffe kommt, beziehungsweise dann die richtigen Tastenkombinationen zu drücken, gebe ich euch hier nochmal den Tipp für eine wesentlich einfachere Methode. Legt dazu das Inspizieren der Waffe und die Störungsbehebung auf dieselbe Taste, nur dass ihr beim Inspizieren Press einstellt und für das Beheben Release. So braucht ihr, wie in meinem Beispiel, nur die Maustaste 3 drücken. Er checkt jetzt die Waffe und beim Loslassen behebt er die Störung. Achtet aber darauf, dass ihr vor dem Loslassen die Animation für das Inspizieren der Waffe abwarten müsst. Ist aber auch kein Problem, falls das nicht direkt klappen sollte. In dem Fall einfach mehrmals die Taste drücken und schon klappt's trotzdem. Haltet ihr zum Nachladen die R-Taste gedrückt und scrollt dann mit der Maus, könnt ihr direkt auswählen, welches Magazin genau nachgeladen werden soll. Magazine werden sonst nämlich immer in der Reihenfolge nach ihrem Gewicht nachgeladen. Das heißt also, das Magazin mit den meisten Patronen wird immer als nächstes nachgeladen und nicht nach der Reihenfolge in eurer Weste. Nutzt wenn möglich immer Schalldämpfer, um auf Entfernung nicht so schnell geortet werden zu können. Denn der Unterschied ist schon enorm und gerade wenn ihr vielleicht Scavkill-Quests macht, könnt ihr es am wenigsten gebrauchen, wenn PMCs, die auf Fights aus sind, euch schon in der Ferne hören und sich auf die Jagd nach euch machen können. Wenn ihr öfter mal nicht genau abschätzen könnt, wie schwer und welcher Bereich eures Körpers stärker verletzt ist, dann stellt eure Gesundheitsanzeige bitte auf immer sichtbar und polychrom. Der starke Farbunterschied lässt euch das schneller und genauer erkennen. Und ein Thema, bei dem sich viele immer noch unschlüssig sind: Brillen. Also klar, Brillen reduzieren die Auswirkungen von Regentropfen auf eurem Bildschirm und die Auswirkung von Blendgranaten zu einer gewissen Prozentzahl. Achtet jedoch darauf, dass einige dunkle Gläser bei bestimmten Lichtverhältnissen reflektieren können und diese euch gerade auch auf Entfernung dazu noch verraten. Da ihr vielleicht nicht wirklich sichtbar seid, aber die Brille so klar dargestellt wird, dass ihr easy zu spotten seid. Gerade durch den Nebelintag, auf den wir fast immer haben, kann man diese Brillen auch auf weite Entfernung extrem gut spotten. Du willst Stärke und Ausdauer leveln, ohne viel dafür zu tun? Das Gym ist hierbei natürlich Pflicht. Seht also zu, dass ihr das Gym schon zeitnah anfangt, regelmäßig zu nutzen. Der andere Tipp nebenbei ist, overweight in den Raid reinzugehen. Aber keine Panik, nur die ersten Sekunden. Nehmt dazu zum Beispiel einfach die günstigste Shotgun-Ammo in eurem Rucksack mit, bis die Gewichtsanzeige unten links gelb wird. Bei Raid-Start sprintet ihr jetzt einmal komplett, bis die Ausdauerleiste komplett erschöpft ist. Schmeißt nun die Ammo weg und sprintet, sobald die Ausdauerleiste wieder voll ist, nochmal komplett durch. So sichert ihr euch in jedem Raid fest schon mal 2,5 bis 3 Punkte auf Stärke und Ausdauer. Und das hier in Raid fast passiv zu generieren, wären echt verschenkte Skillpunkte. Für unsere neuen Kameraden in Tarkov.
Der Kompass ist hilfreich, wenn ihr noch lernt, die Karten zu lesen oder euch allgemein zurechtzufinden. Gerade wenn ihr mit den Karten übers Wiki etc. arbeitet, ist es doch schon immer ganz gut, sich anhand des Kompass so ein bisschen orientieren zu können, wo ist welcher Spot und wo muss ich zum Beispiel nach Norden, um dorthin zu gelangen. Das hilft ungemein. Ihr haltet den Kompass auch ziemlich früh, und zwar nach Abschluss der Quest Search Mission vom Praeper. Nutzt den Schulterwechsel, in der ihr eure Waffe haltet. Seit Patch 0.14 haben wir diese Möglichkeit und es macht gerade, wenn ihr links um eine Ecke gehen oder pieken müsst, ungemein Sinn. Hierzu sei aber gesagt, dass der Right Peak immer noch mehr Vorteile bietet. Solltet ihr also die Möglichkeit haben, wählt den Right Peak. Falls nicht, nutzt beim Left Peak auf jeden Fall den Shoulder Swap. Wenn ihr unter Beschuss steht und ihr nur eine kleine Deckung zur Verfügung habt, schaut direkt auf den Boden, um euren Kopf besser zu schützen, da er weniger sichtbar ist. Also allgemein so klein machen wie möglich. Zwingt den Gegner zum Pushen, dass er sich selbst vielleicht in eine schlechtere Position begibt oder ihr so etwas Nähe aufbauen könnt, um wenigstens einen fairen Fight zu haben. Lehnt euch beim Liegen mit Alt Q oder E weiter auf eure Schultern, um unter Fahrzeugen durchzuschauen, aus der tiefen Deckung zu schießen oder um euch im schlimmsten Fall totzustellen. Das klappt manchmal immer noch, wenn es vielleicht der einzige Ausweg ist. Durch Drücken der Feststelltaste könnt ihr eure Gehgeschwindigkeit sofort auf das Mindeste minimieren. Ein erneutes Drücken der Feststelltaste bringt euch auf die maximale Geschwindigkeit zurück. So spart ihr etwas Zeit, anstatt wie sonst über das Scrollrad die Geschwindigkeit einzustellen. Granaten auf kurze oder lange Distanz zu schmeißen ist möglich. Das normale Weitewerfen macht ihr ja über die linke Maustaste. Wollt ihr aber nur kurz werfen, weil der Gegner zum Beispiel hinter einer Deckung direkt vor euch ist, nutzt die rechte Maustaste für die kürzere Distanz. Wenn ihr auf der Suche nach Bossen seid, für die Quests zum Beispiel, nutzt die Flashbangs, um die Voicelines von diesen zu triggern. So könnt ihr sie leichter ausfindig machen und spart euch teilweise auch das ewige Rumgesuche in jedem Winkel, an dem er sein könnte. Kommen wir einmal zu ein paar Kniffen für die Heilung. Wenn ihr euch heilt und auf einmal Steps neben euch hört, auf die ihr reagieren müsst, könnt ihr die Heilung unterbrechen, indem ihr einfach direkt die linke Maustaste drückt. Euer PMC steckt das Medkit weg und ihr könnt agieren. Des Weiteren könnt ihr euch aber auch schneller heilen, indem ihr die Heilungsanimation im richtigen Moment skippt. Wenn die Heilung oben links sichtbar abgeschlossen ist, brecht sie mit Linksklick ab. Dies unterbricht den unnötigen Teil der Animation, der noch kommen würde, aber gar keinen Nutzen mehr hat. Das kann euch in einigen Situationen wertvolle Zeit schenken, um schneller wieder Combat Ready zu sein. Kombiniert die Behandlung einer starken Blutung und die Heilung durch dieselbe Tastenkombination. Legt hier die Keybinds, so wie in meinem Beispiel. So drücke ich zum Beispiel nur die Taste 4 für meine Heilung. Sollte ich aber eine starke Blutung haben, wird zuerst mein Kalog B genutzt und erst dann die Heilung durch mein Afak oder Saleva. Ihr habt im Fight einen Arm oder ein Bein verloren und müsst es mit dem CMS oder Survival Kit wiederherstellen, aber auch nachladen. Während ihr das CMS benutzt, könnt ihr über euer Inventar ein Magazin auswählen und mit einem Klick auf Install das Magazin wechseln, ohne dass eure Heilung unterbrochen wird. Mit dem neuen Plattensystem für unsere Armor, was mit Patch 0.14 kam, haben sich einige Änderungen ergeben. Also habt immer ein wenig im Auge, welche Armor aktuell ihr Geld wert ist und gut schützt und von welchen ihr erstmal die Finger lassen solltet, bis vielleicht wieder die nächsten Änderungen kommen. Eine kleine Auflistung dazu habe ich euch einmal hier dargestellt und natürlich in der Beschreibung verlinkt, wobei Klasse S hier das Beste ist und F das Schlechteste. Bei Verwendung eines Repetiergewehrs mit Zielfernrohr könnt ihr durch Halten der linken Maustaste nach dem Schießen das Zielfernrohr im Auge behalten, ohne den Verschluss zurückziehen zu müssen, um zu sehen, wo eure Kugel gelandet ist. Und nochmal zum PvP. Rotiert in Fights. Eigentlich das Simpelste im PvP. Trotzdem sind viele von euch wie versteinert, wenn es zu einem Fight kommt. Ihr trefft auf Gegner, startet den Fight und viele führen den Fight bis zum bitteren Ende von derselben Position aus. Macht diesen Fehler nicht. Verändert eure Position, macht es dem Gegner schwer, sodass er nicht genau weiß, wo ihr hingerannt seid oder von wo ihr jetzt wirkt. Er kann nur vermuten und das bringt euch in eine vorteilhaftere Position, als von der weiter zu fighten, von der Gegner genau weiß, wo ihr seid, wo er hinaimen muss und wie er euch in die Zange nehmen kann. Tut euch selbst den Gefallen und bewegt euch in Fights. Begebt ihr euch in ein Gebiet, in dem ihr vermutlich auf PvP stoßt. Vergesst nicht, schon vorher Painkiller einzuschmeißen. Solltet ihr nun im Gefecht gebrochene Beine oder Arme haben, könnt ihr euch trotzdem weiter bewegen, ohne euch mit dem lahmenden Bein rumschlagen zu müssen und erst dann zu versuchen, noch Painkiller einzuschmeißen. Die Zeit könnte der Gegner dann nämlich nutzen, um euch zu pushen und ihr steht dann wehrlos da mit den Tabletten in der Hand. Da einige von euch natürlich auch immer ein bisschen die Probleme haben, die Quests zu erfüllen, ohne vorher erschossen zu werden, ist eine gute Möglichkeit, Quests zu erfüllen in Nachtraids. Immer noch meiden die meisten Spieler die Nachtraids, wodurch oft deutlich weniger PMCs unterwegs sind auf der Map als in einem Tagraid. Beachtet hier aber bitte die Kultisten, die euch nachts das Leben schwer machen. Und sicher denken sich jetzt auch noch welche, na, dann sind dann die Gigachats unterwegs mit dem heftigsten Equip etc. Ja, das ist durchaus möglich, allerdings konzentrieren sich die meist auf die besten Lootspots. Wenn ihr diese also meidet, seid ihr eigentlich
Good to Survive. Vergesst hier aber nicht euer Night Vision und eine Taschenlampe an eurer Waffe. Sollte es zu einem Fight kommen, könnt ihr den Gegner, der sehr wahrscheinlich auch Night Vision trägt, blenden und den Anfang des Fights zumindest schon mal für euch entscheiden. Hüftfeuer ist oft eine gute Möglichkeit auf kurze Distanz oder allgemein, um schnellstmöglich zu wirken. Denkt aber bitte dran, eure Laser etc., die ihr an der Waffe verbaut habt, bringen euch nur die Verbesserungen an Ergo etc., wenn ihr diese auch aktiv habt. Und noch ein Punkt zu den Lasern. Sie sind für jeden sichtbar. Also fuchtelt damit nicht wild durch die Gegend oder strahlt quer durch einen langen Gang. Gegner können aus den Räumen an dem Gang sehen, dass da jemand in die Richtung aimt. Verlagert den Laser so, dass er an einer Kante hängen bleibt, die nicht in den Sichtbereich eures vermuteten Feindes zielt. Wenn dieser dann in den Gang kommt oder ähnliches, könnt ihr durch eine minimale Bewegung trotzdem den Laser effektiv nutzen, aber habt euch im Vorfeld wenigstens nicht verraten. Zu guter Letzt nochmal ein allgemeiner Hinweis, meine Freunde. Entdeckt euren eigenen Spielstil in Tarkov. Viele von euch schauen sich gerne Videos von anderen YouTubern und Streamern an und denken, that's the way to go. Bitte tut das nicht, so verderben sich viele den Spaß am Spiel. Jemand, der eher Call of Duty gespielt hat, kommt vermutlich besser damit klar, schnell und aggressiv zu spielen, als einer, der zum Beispiel von DayZ zu Tarkov gekommen ist. Der ist dann wahrscheinlich eher vorsichtiger und langsamer unterwegs. Und Leute, that's the way to go. Spielt Tarkov so, wie es sich für euch am besten anfühlt und vor allem so, dass ihr eure eigenen Stärken nutzt. Sei es Geduld, schnelle Reflexe oder sonst was. Besser werden tut man mit der Zeit allemal, aber sich zu verdrehen, um einen Spielstil nachzueifern, nimmt euch auf lange Sicht den Spielspaß. Ja, meine Freunde, damit sind wir für dieses Mal am Ende des Tipps-Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte einigen damit etwas helfen, Klarheit reinbringen oder längst Vergessenes wieder auffrischen. Wie gesagt, habt ihr weitere Tipps, die ich vielleicht bisher vergessen habe oder allgemein noch Anregungen, die euch auf der Seele brennen, haut's mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, gerade für den Godfather-Algorithmus von YouTube, wenn dir das Video gefallen hat. Social Media Bums habe ich auch, schaut also gerne auch da vorbei. Und das war's dann an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.